190, 200, 220. So, los geht's. Ich mach mal den Gang rein und dann erzähle ich euch ein bisschen was über die Fahrmodis und so weiter. Denn dieses Fahrzeug hat einige Fahrmodis und die Fahrmodis stellt man mit diesem großen Knopf hier ein, mit dem Cupra-Logo drauf. Wir können ja mal durchgehen. Jetzt gerade sind wir im Custom-Modus, im individualisierten Modus. Jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir hier einen Offroad-Modus, einen Straßen-Modus, einen Sport-Modus und natürlich den beliebten Cupra-Modus. Der natürlich am meisten gefahren wird von Besitzern von diesem Fahrzeug, denke ich mal. Das sind die Fahrmodis, die es gibt. Und jetzt können wir uns nochmal schnell die Modis für das Display hier angucken. Hier kann man nämlich durch das Drücken von View einiges verändern. Jetzt sind wir in einem Sportmodus, Sportanzeige, wo wir hier links die Temperaturen sehen. Kühlflüssigkeit, Öl und noch eine weitere, wahrscheinlich Getriebeflüssigkeit. Und dann haben wir unsere G-Kräfte am rechten Rand stehen. Und ich würde sagen, da wir gerade an so einer schönen leeren Stelle sind, wo es auch noch runter geht, machen wir mal den Cupra-Modus rein. So. Und dann würde ich sagen, schön, Alter, schön. Einfach nur schön, dieses Auto. Und was habe ich eigentlich für eine geile Strecke gefunden? Ja, also erstmal zum Optischen. Ihr seht vielleicht selber, dass man diese Motorhaube extrem exponiert sieht. Denn ihr seht ja wahrscheinlich auch diese zwei großen Linien da auf der Motorhaube. Das ist wirklich sehr markant, wie dieses Auto das macht. Und da haben wir tatsächlich einen normalen Seat. Wir fahren hier keinen normalen Seat. Ja, bockt. Das sind 310 PS in eurem Arsch und das Handling ist wirklich krank. Also wirklich krank. Oh, schön. Wir sind jetzt leider gleich schon auf der Autobahn, also sage ich euch nochmal schnell was zum Handling. Das Handling ist wirklich sehr direkt, sehr sportlich. Ihr könnt hier solche Sachen anstellen und da passiert gar nichts. Also das ist wirklich stabil, sehr direkt und genauso ist das Gas auch. Ultraschnelles Ansprechverhalten, also Kickdown ist nicht unbedingt sehr schnell, aber trotzdem sehr schönes Ansprechverhalten. Junge, Junge! Kurven nehmen geht mit diesem Auto sehr schnell. Alter, das ist wirklich nicht mehr schön. Da habe ich jetzt erstmal ein ganz bisschen Spaß. Jo, also dieses Auto macht Spaß, das kann man ganz klar sagen. Jetzt erzähle ich euch mal eine Sache, die ich scheiße an diesem Auto finde. Und zwar ist der Sound, den ihr die ganze Zeit jetzt schon hört, leider fake. Es ist einfach alles fake, was ihr gerade gehört habt. Nichts davon ist real, leider. Denn ihr hört jetzt dieses leise Brummen untergründig. Und wenn ich jetzt einmal diesen Knopf drücke, hört ihr, es ist weg. Denn jetzt sind wir im individualisierten Modus. Das ist ein sehr sportlicher Modus, so eingestellt, aber halt ohne diesen künstlichen Sound. Denn, jetzt habe ich schon gesagt, dieses Auto hat einen Soundgenerator. Soweit ich weiß, nicht außen, sondern nur innen. Das heißt, ihr werdet hier durch diese Lautsprecher leider zwangsbeschallt. Und das ist alles nicht echt, was ihr die ganze Zeit gerade gehört habt. Der Sound, wie ihr ihn jetzt gerade hört, der ist der echte Sound. Und wenn ich jetzt mal kurz hier runterschalte, dritter Gang. Ja, also es ist halt einfach nicht mehr so tief. Wir können uns ja nochmal jetzt den Unterschied anhören. Ich bin jetzt mal im vierten Gang und drücke jetzt mal lange die Cupra-Taste. Ja. Ihr solltet es eigentlich gehört haben. Sobald man den Cupra-Modus reinmacht, hat man deutlich mehr Bass. Ihr hört es. Mit dem Cupra-Modus wird der Sound hier geändert und zwar genau so, dass man sich
fühlt, als ob man einen Sechszylinder unter der Haube hätte. Was leider nicht wahr ist. Ich mache jetzt erstmal wieder den Sportmodus rein. Ja, das hier ist leider alles fake. Also der tiefe Sound ist komplett fake. Und das finde ich wirklich sehr schade. Ich meine, für Auto-Enthusiasten, die wirklich Motoren mögen, Autos, die Technik dahinter, die mögen sowas doch nicht. Das ist doch ganz logisch, weil es ist nicht echt, es kommt nicht aus dem Motor. Und ich mache ihn jetzt nochmal aus. Ja, und diesen Unterschied solltet ihr ganz klar gehört haben. Hier geht eine Menge an Trickserei ab. Ja, das ist eigentlich so die einzig große negative Sache, die ich an diesem Auto auszusetzen habe. Beziehungsweise man kann dieses Ding ja auch einfach ausschalten. Jetzt haben wir mal ein bisschen über das Fahrverhalten gesprochen. Fahrverhalten ist wirklich top. Es ist eine sehr direkte Lenkung, spricht super an, Gas spricht auch super an. Im Cupra-Modus natürlich alles vorausgesetzt. Also man kann hier sich wirklich tollstens amüsieren. Man hat hier einen tollen Seitenhalt durch die Sitze. Und ja, also man kann eigentlich nicht viel Negatives jetzt sagen über das Fahrverhalten. Sich halt einfach an wie so ein AMG, dieser Sound. Es ist halt echt schade so, weil es ist einfach nicht echt, was hier abgeht. Ja, also die Performance ist schon nicht schlecht. 310 PS ist ja auch schon eine ganz schöne Menge an Performance. Und die merkt man auch und die spürt man auch. Und der tote Winkelwarner hier, ihr seht schon, dieser Streifen, der gefällt mir auch sehr gut. Es ist nicht am Spiegel, sondern es ist wirklich hier eingebaut in diese Linien, in das ambiente Licht des Autos. Also finde ich mega schön gemacht. Wir können uns jetzt mal hier den G-Messer anschauen. Und ihr seht, ich hatte gerade 0,2 G seitliche Kraft. Und ich fahre aber tatsächlich am allerliebsten in diesem Modus, der jetzt kommt, genau, weil das ist so der krass sportliche Modus. Diese Optik ist halt so eine Rennoptik, die gefällt mir tatsächlich am besten. Aber ja, das ist eigentlich erstmal alles von dem Auto. Wir können natürlich nochmal über die Höchstgeschwindigkeit reden und über den Verbrauch. Da würde ich auch nochmal gerne drüber reden. Die Höchstgeschwindigkeit ist, soweit ich weiß, 240 oder 60. Das kann ich euch nicht genau sagen. Falls nochmal unbegrenzt kommt, gleich können wir das natürlich ausprobieren. Und ja, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt, zum Verbrauch. 318 Kilometer bin ich gefahren. Ich bin dauernd geheizt. Ich bin 190, 210 geheizt die ganze Zeit. Und wir haben einen Verbrauch von 12,2 Litern. Für 310 PS ist dieser Verbrauch wirklich sehr gut. Und der geht auch permanent nur runter, je länger ich Autobahn fahre. Der geht also wirklich gar nicht hoch, dieser Verbrauch. Sound würde ich gerne nochmal jetzt hier ohne diesen Soundgenerator, also einfach nur Standard, wenn man einfach so fährt. Mit einem Golf GTI würde ich den gern vergleichen. Ein Golf GTI hat ja, soweit ich weiß, keine Tricksereien, keine Fake-Sounds von innen, sondern ist wirklich alles real im Auto. GTI hat einfach deutlich tieferen Sound, bassigeren, genauso wie der, wenn man hier diesen Knopf lange drückt. Ja, also finde ich schon schade, dass das hier alles so künstlich ist, aber trotzdem gefällt dieses Auto mir sehr gut. Oh, guck mal da. Wir haben unbegrenzt. Ja! 150, 160, 170, 180, 190 und dann zieht er nach raus. Ja, aber das geht alles sehr gut voran. Sound von dem Golf GTI ist vielleicht besser, aber dieses Fahrzeug hat definitiv mehr Performance als ein Golf GTI. Das merkt man auch sehr schnell in der Beschleunigung. Und wenn der jetzt hier mal weggehen würde. Boah. Das ist schon gut. Also jetzt hier diese Beschleunigung gerade eben. Das bockt schon richtig. Und auch die Kraft, die dieser Motor unten raus hat. Also schon so ab 3 oder 2,5 Umdrehungen. Hat dieser Motor eine Menge Kraft und schiebt dich so nach vorne. Also ein sehr spaßiges Gerät, muss man einfach mal so sagen. Und ich würde sagen, wir fahren gleich nochmal ein bisschen unbegrenzt, aber dann war es das auch eigentlich schon so gut wie mit dem Video. Weil viel mehr kann ich nicht sagen, ich habe das Auto nicht so lange, ich kann euch jetzt keine Profi-Details sagen, aber ich würde sagen, wir latschen nochmal durch. 160, 170, 190, 200, 220. Und da vorne sind Laster, die natürlich auch überholt werden.
Und es ist schon sehr laut in diesem Auto, das muss man einfach mal sagen. Boah, die Bremsen sind aber auch hammergut, also... Ja, die Bremsen sind wirklich hammergut, das muss man einfach mal so sagen. Aber man fühlt sich sehr sicher in diesem Auto, ist ja auch logisch, in einem 310 PS Sportwagen, ist ja kein richtiger Sportwagen, aber in einem 310 PS sportlichem Auto wird man das ja auch erwarten. Also man fühlt sich hier bei 190 super sicher, würde ich mal so sagen. Die Lenkung ist einfach sehr direkt, super abgestimmt, also gefällt mir tatsächlich. Leider ist diese Autobahn nur zweispurig und es ist nicht Sonntag, das heißt es gibt Laster. Mann, jetzt geh doch mal weg. Ja, jetzt sollte er aber weggehen. Und dann würde ich sagen, schalten wir schon mal runter. Der zieht halt einfach sehr schön linear. Es ist ja ein Turbomotor, aber trotzdem zieht der wirklich sehr angenehm. Und da sind wir auch schon wieder bei 200. Ihr seht, es geht super schnell. Das ist gar kein Problem mit diesem Auto. Schaltwippen hat das natürlich auch, das Auto. Ganz klar bei so einem kleinen Performance-Spritzer. Und ja, ich würde sagen, wir hauen jetzt noch mal ein bisschen in die Bremsen. Ja, das ist alles wirklich komplett akzeptabel. Macht Bock. Und für 0 auf 100 braucht der tatsächlich 4,9 Sekunden ungefähr. Und das ist schon echt stabil für 310 PS. Und ich wollte jetzt gerade noch mal unbegrenzt fahren, aber ihr seht, 120. So eine Scheiße auch. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ja, vielleicht sehen wir uns später nochmal wieder, wenn ich unbegrenzt fahren kann. Ein kleines, schönes, weiteres Detail ist tatsächlich, dass man den Turbo in diesem Auto hört. Man hört tatsächlich den Turbolader. Dieses... Das hört man wirklich in diesem Auto. Ja, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Man hört den Turbo richtig, wie er losspinnt, wie er sich dreht. Also man hört dieses typische Turbo-Geräusch. Finde ich sehr, sehr geil. Das war's dann auch eigentlich schon mit diesem Video. Ich heute auch noch einen 460 PS Tesla. Und dieses Auto ist natürlich gar kein Vergleich zu dem Tesla, weil der Tesla zieht so viel mehr. Fühlt sich an, als ob der doppelt so viele PS hätte. Aber ja, trotzdem ist das hier ein sehr geiles Auto, wenn nicht diese Trickserei hier wäre mit dem Sound. Und ich würde sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, abonniert den Geisterfahrer. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.